So, hallo und herzlich willkommen. Wie man hier sieht, bei einem neuen Feed the Beast Pack, nämlich Horizon Daybreaker. Ich dachte mal, ich mache jetzt hier mal so ein kleineres Let's Test. 5 bis 10 Folgen habe ich jetzt mal nur so geplant. Worum geht's jetzt bei Feed the Beast Horizons? Wie man jetzt hier mal kurz bei den Mods sieht, es sind ziemlich viele neue Mods dabei, die jetzt halt erst neu entwickelt wurden, oder Mods, die bisher nicht wirklich so zum Vorschein kommen sind, nicht in die andere Feed the Beast Modpack vorgekommen sind. Blood Arsenal zum Beispiel fällt mir jetzt halt hier so auf, das Ganze, also mit Blood Magic Waffen und Zeug. Ein bisschen normales Zeug, Clockwork. Okay, da wird irgendwie Zeit dazu gefügt, keine Ahnung. Also da gibt es viele neue Mods, die jetzt zum ersten Mal hier dabei sind. Oh, Equivalent Exchange ist dabei. Ist eine sehr geile Mod. Ah, das ist sogar von Paima. Das ist ein bekannter. Ja, der kommt bei Direwolf 20s Videos öfter vor. Also, ich weiß jetzt nicht, ob er streamt oder ob der bloß halt Mod-Autor ist, der, bei dem ab und zu mitzockt. Farsek, keine Ahnung, ja. Würde ich halt mal sagen, probieren wir es einfach mal aus. Als Texture Pack habe ich wie immer das Faithful. Mal gucken. Und dann würde ich sagen, ja, Testbild habe ich kurz generiert. Machen wir jetzt aber wieder unser LP1 Wert. More Options, wir nehmen unsere Bonus Chest. Und hier gibt es jetzt viele Optionen. Super Flat, Large Bams, Realistic Alpha. Das würde ich jetzt nicht gern testen. Den nehmen wir einfach Default und los geht's. Einmal kurz, ja, kurz oder auch länger eine Welt generieren. Ja. Dauert noch ein bisschen. Das Ganze testen wir jetzt mal noch kurz. Also 5 bis 10 Folgen. Und dann, ja, haut ihr mal in die Comments, ob ich da weitermachen soll oder nicht. Jetzt erstmal wieder Wald generiert. Downloading Terrain. So, das sieht man jetzt auch direkt, dass man mehr Bücher hier unten im Inventar hat. Und da kommt das komische Space Race Manager. Das hat was mit, da ist ja Galactic Craft dabei. Das machen wir einfach mal so, Team Color. Orange, oder wo ist unser Gelb? So ist unser Gelb. Ey. Ah, jetzt haben wir. Jetzt haben wir einen kleinen Pinsel, oder? Ja. Passt schon. So. Und los geht's. Jetzt sind wir hier gestartet. Okay. Der Schaber dabei. Nehmen wir erstmal unsere Truhe auf. Mit einer Axt und sonst eigentlich nichts drin. Hat sich ja richtig gelohnt. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns erstmal jetzt ein bisschen Sachen und dann gucken wir nachher in die Bücher rein. Wie man gerade schon gesehen hat, wenn ich Shift da drauf klicke, sehe ich einen Exchange-Wert für Equivalent Exchange. Da hinten hätten wir Dark. Gut, da haben wir so einen komischen Baum. Ich renne mit Absicht nicht, dass ich kein Essen verliere. Weil das ist schon mal eins meiner größten Probleme. Oh, Getting Wood. In solchen Modpacks immer das Essen zu behalten. Nicht zu behalten. Das hört sich falsch an.
genügend Essen zu haben. Es ist kein Tinker's Construct drin. Oh shit. Okay. So witzig. Wie machen wir das denn ganz am Anfang? Ich habe schon Ewigkeiten kein Modpack mehr gespielt mit Tinker's Construct. Ohne Tinker's Construct. Verdammt. Da ist eine Spinne. Irgendwo. Dann würde ich sagen, müssen wir erstmal gucken, was für Mods hier drin sind. Müssen wir uns erstmal ein Haus bauen. Das heißt, wir brauchen ganz viel Holz. Ich sehe jetzt hier gerade auch keine Schafe. Das wäre nur ein Vorteil gewesen. So. Gott. Kein Tinker's Construct. Geht doch nicht, kann man doch nicht machen. Saplinge, die Bäume bauen sich auch nicht von allein ab. Oder? Wie muss nochmal? Da unten. Ah, Botania ist glaube auch nicht drin. Also nichts mit Magnetring. Doch, das ist drin. Kann man das ausprobieren? Nein, funktioniert nicht. Einmal hier Use von dem. Doch, geht anscheinend Crusher. Okay, aber nur mit YouTube. Keine Ahnung, was das ist. Uhrzeit, ja, passt noch. Aber Blumen, yep, da ist kein Ding dabei. Kein Botania. Das wird wieder eine Herausforderung. Ein neuer O gibt's auch nicht. Runic Dungeon gibt's auch nicht. So, machen wir das so. Nein. Thermal Expansion gibt es nur teilweise. Okay, das wird eine Herausforderung, weil ich weiß nicht, wie ich die ganze Sachen da möglich. Ah, da vorne ist so ein Baum. Und das sind Schafe. Das heißt, wir hängen gleich im Bett für die Nacht. So, erstes. Das schwarze Schaf lassen wir am Leben. So, wir haben jetzt Wolle. Gucken wir uns noch das, den Baum hier an. Schmagnimus Tools. Keine Ahnung. Dann würde ich sagen, gehen wir schon mal darüber. Wie man sieht, ich habe die Welt schon mal generiert mit dem Namen. Weil der spinnt hier gerade ein bisschen mit der Minimap. Ah, jetzt habe ich so eine Pampelmuse oder was ist das? So. Jawohl. Also, wir wollen wir nicht. Nicht in diesem Let's Play. Doch, wir verhungern, das kann ich nicht essen. Scheiße. Das müssen wir Food Processor. Was kostet ein Food Processor? Viermal Eisen, ein Schwert und einmal Iron Gear. Oder kann ich das auch hier klein machen? Nein. Black Seeds. Müssen wahrscheinlich doch ein paar Schweine dran glauben. Ah, da wurde gerade, glaube ich, auch eine Höhle angezeigt, oder? Ne, da wird Sonne angezeigt auf der Minimap. Keine Ahnung, was mir das bringt.
Das ist Salz Mechanism. Wieder eine neue Mod, mit der ich keine Ahnung habe. Matter None, Matter 2. Exchange Energie Item 48, Stack 144. Exchange Energie 4300. Das ist aber ganz schön viel, glaub. Wir haben ja einen Craft. Dann würde ich sagen, bauen wir uns hier mal direkt eine Hütte. Ein bisschen mehr Wasser. Bauen wir uns ein kleines Haus mal hier und dann können wir uns gleich einen Wegpunkt setzen, dass wir immer hier immer wieder hinfinden. Also einfach mal hier hin. Da kommen auch nicht viele Sitzlinge rein, das heißt raus aus den Sachen hier. Das heißt, wir haben kein Pam's Harvest Craft drin. So. Einmal das Bett hier hin. Und dann eine Chest. Können wir schon mal einräumen. Beziehungsweise erstmal ein Haus bauen. So eine hässliche Hütte. Fackeln haben wir jetzt auch schon durch das, dass wir mit Truhe angefangen haben. Wird schon reichen. So, das Ganze machen wir dann eine kleine 2 hoch. So. Dann kommt hier eine Türe hin. Oder auch nicht. Machen wir erstmal nur mit einem Stock drauf. Ach komm. Aber ist ja egal, erste Nacht kann man verpennen. So viel können wir schon mal. So. Unsere Pickaxe, oh, wir haben keine Anzeige, wie viel Ausdauer die noch hat. Schade, das vermisse ich. Dann werde ich wahrscheinlich Ding drauf machen. Kann ich die reparieren eigentlich? Nein. Bloß mit 2 wieder. So. Sonne ist gerade am Untergehen. Irgendwo war sie gerade. Ja, dahinter geht sie unter. Machen wir hier die Tür rein. So. Wow, warte mal kurz. Oh, da gibt es neue Animationen dafür. Ja, deswegen mache ich das auch rein. Dann müssen wir hier Fackeln noch reinsetzen halt. Die Bücher will ich jetzt gleich lesen, wenn wir das alles einpackt hin. Ist wenigstens F7 drin. Ja. Das freut mich schon mal sehr. So. Kannst du da ausschalten. Dann. Die können pflanzen. Auch wenn es uns nicht so viel bringt. Weil der Food Processor. Matterwert hat es auch nicht. Können wir uns das Ganze erstmal noch kurz durchlesen. Zeit haben wir ja genug. Wenn wir stehen, verbrauchen wir kein Futter. Und dann kann ich jetzt mal hier. Was ist das? Soul Chunk Claimer. Das ist von Sanguimancy. Okay. Kenne ich noch nicht. Müssen wir uns angucken. Ah, okay. Wird wohl doch ein Let's Play, wenn ich das alles angucken will. Ja, jetzt schauen wir erstmal. Open Blocks, ganz normal. Credits. Die Ersteller, Forgecraft, das sind die, die testen sehr viele Mods. Ja, unter anderem Direwolf 20. Dann hier sieht man halt, was hier jetzt drin ist. Erstmal die ganze Blöcke, die es gibt. Wenn ich jetzt da draufklicke, oh, springe ich direkt drin.
Sehr geil gemacht. Air Trap, Big Button, Auto Anvil. Ja, das ganze Zeug ist hier wieder. Das verwendet man oft. Drawing Table jetzt nicht. Fan. Item Dropper. Straight Line. Oh, das ist cool. Den kann man dann im Ding benutzen. Im. Oh, gibt's vielleicht in Logistics? Nein, gibt's auch nicht. Dann gibt's hier eine Path. Scaffold, Rope Ladder, Sky Block, Sprinkler Tank. Das ist alles ganz normal. So, Encyclopedia Aura. Walkthrough, Quests, Basics, Special Aura Colors. Was war das? Aura Cascade. Quests, Crystals. First you need to make Aura Crystals. These crystals supply Aura to your system, which acts as Shift. Click to see this recipe. Alles klar. Keine Ahnung, was das uns jetzt bringt. Walkthrough. Basic Setup. Okay, das ist wieder was Neues. Blood Magic. Of Magic Rituals Items. Blood Amulet. Ah, scheiße, da geht's zurück jetzt hier. Wand Corrupted Eggs. Kann man sich auch alles durchlesen. Sacrifice Magics. Schön von Herr der Ringe. Rituale. The Filler. Okay, da gibt's auch wieder neue Sachen. Blood Tank, oh Gott, das Open Computers Manual. Okay. Open OS. Ach du Scheiße. Gibt's noch ein komplettes Computersystem innerhalb von Minecraft jetzt auch noch? Heftig. Aber jetzt machen wir uns erstmal ein Pickaxe. Ey, Feuerwerk, Feuerwerk. Eine neue Axt. Und nochmal eine Pickaxe. Oh, das packen wir alles weg. Was kann ich aus dem Holz machen? Shapeless Crafting, das wird zu Birkenholz, also haben wir kein Problem damit, das einfach so zu verwenden, das ist gut. Also können wir das hier einfach so aufstellen, dann machen wir uns hier mal eine Farm von denen. Das ist von Minecraft, das ist von Blue Power. Kenne ich aber noch nicht. Wir haben einfach ein paar Bäume auf. Ist eigentlich Vein Miner drin? Das könnte ich jetzt mal gar kurz gucken. Options, Controls, Clockwork, Phase Mod. Phase. Keine Ahnung, was das ist. Equivalent Exchange müssen wir auf jeden Fall reingucken. Metal Open Mechanism. Of course, Streaming wollen wir nicht. iBench kann ich auch nicht. Habe ich auch noch nicht gesehen. Dann machen wir jetzt mal halt. Okay, da findet es nicht so. Das ist Equivalent Exchange. Eine sehr geile Mod. Da, ja. Block of Ethereal. Oh Gott. Da müsst ihr jetzt erstmal rausfinden, wie das Ganze funktioniert wieder. Weil ich habe nur 2er gespielt.
Da brauchen wir erstmal das Teil, dann das hier, eine Glasball drauf. Und dann brauchen wir die Table und irgendwo gab es genau das wie heißt's? Tome of Alchemical Knowledge. Da muss man so ein Altar sich bauen und mit dem dann spielen. Da kann man dann die Sachen reinschmeißen und ja, sowas erlernen. Jetzt haben wir hier irgendwo einen Höhleneingang. Moment, das müssen wir auch noch kurz. Oh, what's your name? Nein, danke. Und die wollen auch Geld haben, klar. Entwickelt sich nicht von allein. N war es nicht, B war es, okay. Machen wir den mal wieder. Und schau, da haben wir so einen komischen Pampelmusenbaum. Gibt es einen Apple Tree? Camellia Flowers? Nein, gibt's nicht. Dann müssen wir jetzt erstmal eine Höhle suchen. Oder eine buddeln. Ich würde sagen, wir buddeln. Geht ein bisschen einfacher. Können wir bei uns hier daheim bleiben? Ab, scheiße, bin zu dumm zum Hüpfen. Jetzt braucht man eine Schaufel. Ja, aber das ist ja eklig, ganz. Warum mache ich eigentlich so viel Zeug? Das kann man eklig alles wegschmeißen. So. Da haben wir schon Stein. Und direkt Kohle. Jawohl. Das gefällt mir doch. So. Jetzt kann man kleine Fackeln machen. Einmal hier hin. Problem ist, jetzt müssen wir die ganze Kohle hier rausmachen. So. Tritanium. Harvestable, no. Harvestable, yes. Wird leider nicht anzeigt, was von Harvest Level ich gerade habe mit der Pickaxe. So. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ein bisschen tiefer. Schmeißen wir mal F7 an. Da wäre es zu dunkel. Da haben wir Zink gefunden. Können wir den abbauen? Und ich sagen, gehen wir jetzt erstmal wieder hoch und machen uns eine normale Pickaxe. Theoretisch aber da hier. Oh Gott, dafür brauchen wir doch so viel Futter. So. Ach komm. Ich habe viel zu wenig Cobblestone rausgeholt. So. Die können wir jetzt verheizen. Wenn das jetzt geht. Oh Gott. Da geht so vieles nicht, was ich gewöhnt bin, was funktioniert. Mit Fackeln dabei, mit ein bisschen Material dabei. Stopfmaterial dabei. Ich hätte noch ein bisschen Holz nehmen sollen. Titanium, nein. Zink können wir abbauen. Was bringt's uns? Blue Power ist das. Müsst ihr nur nachgucken, was das ist. Einfach mal runterbauen. Schon wieder was Neues. Ne, ist Titanium. Nichts Neues. Aber können wir auch nicht abbauen.
Pickaxe. Dann müsste ich eigentlich mal gucken, was wir hier für Optionen haben, Sach zu verdoppeln. Brauche ich erstmal Eisen. Wir müssen das Equivalent Exchange Teil zum Laufen kriegen. Copper ist schon mal sehr gut. Aber Thermal Foundation ist drin. Aber nicht Thermal Expansion. Verdammt. Nächste ist mir wird gerade knapp mit der Zeit. Ah, da kann ich noch mal was gucken. Iron Use. Corrupted Confusion. Okay, der Mod, der uns anzeigt, in welcher Tiefe das vorhanden in welcher Tiefe ist. Dachte doch, der ist drin. Best 33. Also gehen wir auf 33 runter. Das machen wir jetzt noch und dann machen wir da unten nächstes Mal Bauxit. Keiner will Bauxit haben. Oder für was wir Mod? ET Resources. Hm. Wir haben keine Fackeln mehr. Was? Kohle kann ich klein machen? Set Tones. So viele neue Mods und ich kenne keinen. Oh, mein Eisen. Müsste ich echt gucken, wie ich Eisen verdoppel. Ich habe es ja gerade zwar gesehen. Was habe ich hier gefunden? Hallo? Hier ist so viel Cobblestone. Aber... bleiben auf der Höhe... Nee. 33 hat es geheißen. Gehen wir auf 33, so. Aber dann würde ich sagen, beenden wir es für diese Folge. Nächste Folge geht es dann hier direkt hier unten weiter. Dann müssen wir wieder weiter suchen, was wir hier mal aufs Reihe bringen und wie man Jawcrusher gibt. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das ist gut. Enrichment Chamber, Purification, Injection Chamber. Idee. Müssen wir gucken, wie man da das Zeug klein macht. Von dem her vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.